Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei MXGP2 in der MXGP-Meisterschaft. Wir sind jetzt in Italien Maggiore unterwegs, 1650 Meter lang, Schotter. Ich bin mal gespannt, wir sind ja hier durch Tirreni-Events schon mal mit der 450er gefahren. Der eine Linkssprung, den finde ich ja so episch. Und ich hoffe, Alter, wir können den so geil mit der unserer Maschine hier auch nehmen, aber erstmal ab durchs Qualifying. Na, die Kurven schön eng nehmen. Aber wie schnell dreckig hier unsere Maschine ist, ey. Das ist mit dem Dreck ist so eine Sache, also. Ich weiß nicht, ob man so schnell so dreckig wird. Wenn es regnet, ja, okay, aber es ist ja immer trocken. Ich weiß auch, dass die Strecken immer gewässert werden und alles, aber. Nein! Oh, doch noch geschafft, unseren schönen Sprung. Ziehen wir außen an den vorbei. Boah. Gerade so nicht aufs Maul gelegt. Ah, ich. Jawoll. Na, ich möchte mal behaupten, wir können die Strecke ziemlich gut. Okay. Ja, wir haben ihn geschafft. So gut haben wir ihn noch nie geschafft. Okay, danach die Kurve vielleicht etwas verkackt, aber egal. Ja, das war dann eine sehr gute Qualifying-Runde. Oder auch nicht. Krass. Trotzdem auf den ersten. Aber ich dachte ehrlich gesagt, wir wären wesentlich schneller als die anderen, so wie wir die überholt hatten. Waren wohl sehr schlechte Fahrer. Zur Strecke. Und dann hier starten. Bis zum Holeshot ist es nicht weit. Aber wir starten. Perfekt. Also den Holeshot kann uns keiner wegnehmen. Nicht mal annähernd. Wir sind so gut gestartet. Die ersten Kurven sehr schön genommen. Wir haben sogar hier heute Sprung hier hoch geschafft. Hier schön entlang. Etwas weit nach links gekommen. Und nicht ganz so schlimm. Ja. Oh, ich liebe diesen Sprung. Ich finde den so geil gebaut. Ich feiere den richtig. Sehr schön hier lang. Können wir sogar einen Whip lang machen. Ja, sehr schön über die Kurve gekommen. Jawohl. Oh. Bisschen weiter rechts. Ah, hätte ich nicht bremsen brauchen, aber den Sprung haben wir auch ganz gut hingekriegt. Ah. So, weiter geht's. Das nenne ich doch mal eine gute Rundenzeit jetzt. 1,27. Ich finde, wir haben eine sehr gute Runde gefahren. Wir haben 4 Sekunden rausgeholt. Das läuft. Boah, der Sprung hier hoch. Sehr schön. Und wieder hier runter. Ein bisschen weit zwar nach links gekommen, aber. Jawohl. Oh. Da ein bisschen weit nach rechts gekommen. Leider zurückgesetzt worden. Kann man halt nicht ändern. Oh. Sehr schön. Oh, ein bisschen weit rechts. Ey. Das ist komisch, aber trotzdem sind wir irgendwie nicht aufzuhalten nach dem House-Shot.
und ich dachte, wir fahren wesentlich perfekter, aber irgendwie habe ich da jetzt zwei Fehler eingebaut, wo wir ein bisschen von der Strecke gerutscht sind. Da konnte man vielleicht als Fahrer so ein bisschen... Oh, sehr schön. Das haben wir auch hingekriegt. Bisschen zu weit. Ah, egal. Oh. Zum Glück nicht aufs Maul gelegt. Ein Glück. Ja, 1,27 war schon keine schlechte Rundenzeit. Jetzt haben wir gerade mal 1,31 hingekriegt. Das war nicht meine Bestzeit. Ah, okay, vielleicht Start. Ja. Ah, normal müsste es da beim Hausschritt genauso sein, als wenn du über die Ziellinie kommst. Vor allem hast du da mehr Schwung. Jetzt wird die Kurve nicht ganz so gut genommen. Ein bisschen spät gebremst. Aber trotzdem. Gut wie nicht aufzuhalten hier. Oh, ein bisschen weit komisch rübergesprungen. So. Ja. Das läuft doch. Oh, sehr schön genommen. Sehr schräg gelandet. Das hat uns den Schwung gekostet, hier hochzukommen. Da haben wir nur die Kante berührt, das ist sehr gut. Sind trotzdem hier ziemlich schnell unterwegs. Mit einer fast 1,27, mit einer 1,29,1 oder so sind wir ins Ziel gekommen. Sehr schön. Nach dem Hochschritt war man nicht mehr aufzuhalten. 16 Sekunden Vorsprung rausgefahren, das ist noch nicht mehr viel. Hoffentlich schaffen wir das auch in der zweiten Runde. Und auf geht's. Kleinen Tick zu früh los. Das kann uns den Hallshot kosten. Hat es aber nicht. Zwar haben wir jetzt nicht so einen Abstand hier schon mal. Da müssen wir zwar vielleicht ein bisschen noch kämpfen, aber wir fahren hier ideal durch, so wie sich das gehört. Schön mit Speed und Schwung durch. Oh, oh, oh. Bisschen weit nach rechts gekommen, nicht so gut. Aber egal. Oh, bisschen. Oh, das hat zum Glück nicht als Abkürzen gezählt. Sehr schön. Oh, ein bisschen schnell. Nicht so gut rübergekommen, aber wir sind trotzdem nach vorne. Ja. Bisschen weit gesprungen, aber egal. Boah, ganz knapp an den Dingern vorbei. Ja, wenn man da auf die Kante kommt, ist besser, hat man frühe Bodenhaftung. Okay, die Zeit nach dem Hallshot ist doch wesentlich besser, als wenn man von dem Ziel hier losfährt. Was hat er denn da gemacht? Wie hast du dich denn so seitlich geschafft hinzulegen in der Luft? Dann sehen wir Febre schon von hinten ankommen. Weißt du, sowas möchte ich aus Spaß Trick in der Luft schaffen, aber wie hat er es da denn geschafft? Ups, nein, nein, B. Da bin ich aus Versehen auf die Rewind-Taste gekommen. War keine Absicht. Vor allem wäre es auch total nutzlos an dieser Stelle gewesen, ey. So. Zack. Oh. Oh, oh.
nicht so gut. Aber wir sind anscheinend immer noch Erster. Was sehr gut ist. Und was mache ich denn für Fehler hier? Davor waren wir nicht aufzuhalten, jetzt hat uns Febra und Karolli überholt. Alter, der mit der KTM kann einfach so drüber. Krass. Ja, seht ihr, flacher und mit mehr Schwung und so muss das laufen. Sehr schön, wir haben uns hier den ersten Platz geholt nach unseren Fehlern. Jawohl. Sehr schön. Ja. Die Runde, letzte Runde hier. Bei dieser Italien-Strecke. Ich glaube, es gibt ja insgesamt dreimal Italien. Was schon krass ist. Sehr schön. Sehr sauber genommen den Sprung. So gefällt mir das. Schön flach. Das nenne ich ein Scrub-ähnlich. Oder was Scrub-ähnliches. So. Was legst du dich denn da noch hin? Oh. Karolli ist 0 gemacht hinter uns. Also jetzt nur nicht mehr vom Ziel, jetzt noch irgendwie was verkacken. Wir fahren das Ding jetzt einfach nach Hause. So, wunderschön. Da haben wir es geschafft. Puh. Wieder unsere 50 Punkte abgesandt. Nagel auf dem 4. 34 Punkte. Das heißt, wir konnten wieder gut Punkte aufbauen und sind jetzt 101 Punkt vor ihm. Sehr schön. Und das bei der Hälfte der Saison mit 100 Punkten Vorsprung ist das sehr nett. Wenn es euch das Ganze gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Kommentiert, was kann ich verbessern, abonniert mich, damit ihr definitiv nichts mehr verpasst. Haut rein, bis zum nächsten Mal.